Hallo, ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Digifernunterricht. Ich möchte hier ein Tool zeigen, um kollaborative To-Do-Listen anzulegen. Und zwar geht es jetzt nicht darum, dass ich für mich Punkte aufschreiben kann, die ich abarbeiten möchte. Dazu gibt es viele Möglichkeiten, sondern dass es eine Gruppe tun kann. Ich habe schon gezeigt, wie das mit CryptPad FR möglich ist. Ich kann das dann oben auch nochmal verlinken. Also CryptPad FR ist ein Open Source Tool, bei dem man die ganze Office-Umgebung hat, und dort hat es auch so ein Kanban-Tool drin, bei dem man Aufgaben definieren kann. Jetzt, wenn man Teams benutzt, ist es sehr angenehm, das gleiche in Teams mit der Planner-Funktion zu machen, und das möchte ich kurz zeigen. Also ich klicke hier aufs Plus. Und wähle dann Planner aus. Das ist eine Registrierkarte, die jetzt hinzugefügt wird. Und erstelle jetzt gleich einen neuen Plan. Den gebe ich einen Namen. Also sagen wir mal Projekt. Das wollen wir durchführen. Jetzt hat es hier sogenannte Buckets. Also ich kann hier so Spalten einführen. Das ist jeweils ein Bucket, also ein Eimer, in den ich Aufgaben hinzufügen kann. Ich kann aber auch den Bucket umbenennen. Und ich würde jetzt mal so sagen, dass das dieser Bucket oder Stapel, dass der To-Do heißt, der heißt Doing. Und sobald ich den ausgefüllt habe, kommt hier wieder ein neuer, und der heißt dann. Das wäre so die Kanban-Schematik. Und jetzt füge ich hier eine Aufgabe hinzu. Also jetzt sage ich zum Beispiel Website-URL reservieren. Lege ein Fälligkeitsdatum fest. Also das sollte dann bis am 1. Juni gemacht werden, und kann das jetzt hier auch einer Person zuweisen. Also ich könnte es jetzt mir zuweisen. Ist klar, ich muss es machen. Und hier sind dann alle Personen, die im Teams drin sind, verfügbar. Ich bin jetzt hier die einzige Person in diesem Testteams drin, deshalb sieht man das nicht, wer sonst noch da dabei sein könnte. Und kann diese, also ich füge die Aufgabe jetzt hinzu, jetzt ist sie hier. Und diese Aufgabe, da kann ich Notizen hinzufügen, ich kann Kommentare hinzufügen, wenn ich da was gemacht habe. Ich kann auch Anlagen hinzufügen, das heißt Dokumente anlegen. Also dann kann ich wieder alle auswählen aus der ganzen. Also ich kann Link hinzufügen, Datei, etwas, was in SharePoint hinterlegt ist. Ich kann Prioritäten und Farben dem Ganzen geben, wenn ich das möchte, um es noch etwas übersichtlicher zu machen. Und wenn ich das jetzt habe, also ich gebe mal noch eine neue Aufgabe ein. Also jetzt mag ich irgendwie Theme auswählen. Das Fälligkeitsdatum etwas früher. Ich weise es wieder mir zu. Ich muss jetzt ganz viel machen in diesem Team. Füge das wieder hinzu. Und jetzt ja, mache ich zum Beispiel hier, füge ich noch eine Anlage hinzu. Und der Link ist irgendwie was wie hostpoint.ch. So, ich speichere das. Das ist jetzt hier ergänzt, könnt das auch auf einer Karte anzeigen. Und ich kann jetzt hier auch noch ein Checklisten-Element hinzufügen. Also wenn das einzelne Arbeiten sind, also Name wählen, Kosten bezahlen, und die sind dann alle auch hier drin, dass ich die dann wieder anwählen oder nicht anwählen kann. Also ich habe eigentlich To-Do-Listen, die so in diesem Planner-Tool geschachtelt sind. Alle Personen, die das bearbeiten, können dann wieder To-Do-Listen hinzufügen. Und wenn ich jetzt, also hier gibt es ein Vorschaubild, weil ich da eine URL hinterlegt habe. Ich könnte da auch was anderes nehmen. Das wird dann etwas größer. Und jetzt, wenn ich finde, da bin ich jetzt dran. Also man sieht jetzt hier, ich habe 0 von 2 Aufgaben sind schon erfüllt. Ein Dokument ist angehängt. Und jetzt, wenn ich jetzt angenommen, ich hätte jetzt was gemacht. Also ich habe jetzt die Kosten, habe ich bezahlt. Dann kann ich das rüberschieben und sagen, okay, da bin ich jetzt dran. Ich weiß jetzt gar nicht, das letzte ist irgendwie, aha, ja, das ist gar kein Element, das sind nur zwei.
Genau. Und könnte jetzt hier auch Aufgaben hinzufügen, und wenn ich ganz fertig bin, kann ich es auch als erledigt markieren. Naja, hier. Und jetzt habe ich gar nicht mehr, ist mir gar nicht mehr klar, wo ich das mache. Also die Aufgaben, wenn die wirklich gemacht sind, dann gibt es einen Stapel, wo sie erledigt sind. Wie das jetzt genau geht, sehe ich jetzt gar nicht mehr. Aber grundsätzlich kann ich jetzt hier auch ganz andere Ansicht natürlich wählen. Ich kann wie Statistiken machen, wie viele es gibt, von welcher Priorität. Ich kann Zeitplan ansehen, wer was bis wann. Also hier sieht man, das wäre am 29., das wäre am 1. und kann dann wieder aufs Wort gehen. Also dieses Planner-Tool ist unglaublich vielfältig, und wenn ich im Team zusammenarbeite, haben alle die Berechtigung, dieses Planner-Tool zu benutzen, Aufgaben einzutragen, auch anderen Aufgaben zuzuweisen. Ich kann das natürlich auch mit anderen Tools etwas emulieren, aber die Verbindung von Teams mit dem Kalender, mit den Aufgaben, die erwähnt werden, mit der Möglichkeit, dann auch wirklich zusammenzuarbeiten, macht das zu einem sehr, sehr wertvollen Tool. Ich habe das jetzt für eine Abschlusszeitung mit einer Klasse benutzt. Die Aufgaben wurden so eingestellt, verteilt als erledigt, markiert. Ich habe so immer die Übersicht gehabt, wer gerade was macht. Und ich werde das im nächsten Schuljahr im Podcast, in einem Podcast-Projekt mit der ganzen Klasse, wo wir als Klasse einen Podcast gestalten, dass wir dort auch eine Rolle spielen. Ich danke fürs Zuschauen, freue mich, wenn ihr das mal ausprobieren mögt in Teams, und verabschiede mich.